Ja, heute starten wir mal in meinem kleinen Häuslein. Ich habe coole Sachen gefunden, denn ich würde gerne in Falling Sky craften. Das Problem ist, ich habe keine Boar-Tusk. Mir fehlt eine. Und dann ist die Frage, kann ich mit dem Stab, also könnte ich den auch noch verzaubern, dass ich Attribute bekomme? Weil da bin ich mir ziemlich unsicher, ob das funktioniert. Weil, soweit ich das weiß, wenn wir den upgraden, dann würden wir zwei Zauber verlieren und drei Gem-Plätze. Oder verliert man nur drei Gem-Plätze? Das ist hier die große Frage. Weil ich meine, bei denen hier, da haben wir auch zwei Plätze verloren. Das ist zum Beispiel der erste, den ich gern craften möchte und mal testen möchte, wie stark Eiszauber sind. Und dann haben wir noch was anderes. Erstmal haben wir Bounties ohne Ende angenommen, aber das Bescheuerte ist, dass ich Bounty. Ich habe Bounties, wo ich Building Projects habe und das bringt mir nichts, weil ich keine wirklich. Ich habe doch zwei Building Projects und das war's. Ich glaube, ich kann die ja noch einmal upgraden. Ich glaube, die kann man nochmal eine Stufe upgraden. Jetzt bin ich mir nicht zu 100% sicher. Das Rezept können wir mal kaufen. Vielleicht ist es gut. Leder. Vielleicht sollten wir die Sachen mal kaufen und verzaubern. Das Ding ist, das ist ziemlich teuer. Dafür habe ich kein Cash. Cash ist ein Problem. Und ich habe versucht, Cash so zu farmen, aber das Ding ist, was Besseres zum Farmen als, sage ich mal, den Crucible hat man gar nicht. Dann haben wir die Enchanterin, die ist geupgradet. Und hier haben wir einen False Truth Stab. Das ist ein Level 3 Stab. Und da ist halt interessant zu wissen, sind die Zauber wirklich gut? Das andere Problem ist, beide Stäbe, wenn ich das richtig gesehen habe, kosten 42 Intelligenz. Und wir haben gerade mal 34. Heißt, wir müssen leveln. Und wo leveln wir am besten? Im Crucible. Viele Leute sagen, dass die Monster scalen mit dem, was man tut. Das stimmt auch. Aber EP-mäßig bringen die gar nichts. Also da ist der beste Weg wirklich zu sagen, wir gehen in Crucible und leveln dort. Und wenn wir genug Cash kriegen, können wir uns auch den Stab kaufen und das dann mal testen. Heißt, wir probieren es nochmal. Vielleicht schaffe ich den Boss diesmal. Schön wäre es. Gut, nehmen wir das hier. Wir haben ziemlich wenig Heal. Damit muss ich planen, sag ich mal. Wir haben insgesamt 20 für den Boss, 20 für Minions. Das war's. Nicht mehr und nicht weniger Heal. Aber bisher ist einfach der Chain Lightning Spell am besten. Der ist einfach am stärksten. Normalerweise steht doch hier unten noch einer. Diesmal nicht. Aber du stehst wieder hier. Stärker werden wir auf jeden Fall. Könntest du die kaputt machen? Danke. Vielen Dank. Wir brauchen dann eine Bärenklaue und einen Boar-Tusk. Das wäre cool, wenn wir den hier finden könnten. Wow. One-tapped.
Komm, Game, gib mir Boa Tusk und eine Klaue. Und wir brauchen einen Birch Tree. Oh mal, hier ist auch was anders. Wo ist der Gegner, der normalerweise hier vorne steht? Die one-tappen wir schon fast. Okay, okay, okay. Ich weiß nicht, ob die irgendwas gepatcht haben, ob der Crucible einfacher ist, aber ich bezweifle es irgendwie. Warum one-tappen wir die manchmal, Alter? Wir holen mal die Kisten hier hinten. Oder besser gesagt, die Items. Hier hinten müsste eine Kiste sein. Gott, wäre das schön, wenn wir den Boss endlich schaffen würden. Hier müsste man einen Baum haben. Obwohl, nee, nicht hier. Ein anderes Gebiet, wo man den Baum abernten kann. Sehr nett, dass du herkommst. Was haben wir denn für einen Ring bekommen? Warum haben die Ringe nie drei Attribute? Das verstehe ich null. Doppelte Gegner. Gib mir mal eine Sekunde. Glück gehabt. Haben wir noch Regeneration Items? Sieht nicht so aus, ne? Kein Health Regen. Sag mal, konnte man den Tree abbauen? Genau, der hier war das. Ich konnte mal nicht abernten. Den hier auch nicht. Oh, shit. Wäre cool, wenn wir mehrere Trees hätten zum Abernten. Wäre sehr nice. Okay, Hexe, wenn du keinen Bock hast,
und teleportierst dich weg, dann mache ich das auch. Einer oder zwei? Einer. Ein Hart haben wir bekommen, aber wir brauchen einen Tusk und eine Klaue, Mann. Tusk und eine Klaue. Man kann die auch echt nicht abernten, die Bäume, ne? Also wirklich gar keinen, nur den einen dort. Nice. Okay, ich komme an sie nicht ran. Ah, das ist richtig kacke. Weil hier rechts steht 100 pro wieder einer von den Rittern. Komm. Nice, danke. So, verjage ich mich jetzt wieder oder nicht? Oh mein Gott, ist jedes Mal dieselbe Scheiße. Oh, ey. Gleich mein Herz wieder in die Hose gerutscht, ey. Ich weiß, dass der da steht, aber ich verjag mich jedes Mal. Na, was ist denn hier oben überhaupt? Gar nichts, okay. Nichts. Jedes Mal das Gleiche. Hat wer von euch denn schon den Crucible geschafft? Oder Enchanted Arms? Was? Warum habe ich das denn mitbekommen? Wir sollten noch einen Raum auf jeden Fall haben. Wir können ja mal ganz kurz gucken. Wir haben... Na, die haben zu wenig drauf. Zu wenig. Die was gedroppt? Nee. Hä, steht der unter der Map oder was ist mit dem los? Hallo? Okay, der ist unter die Map geglitscht. Und Skull, kein Task. Gib mir den Task, please. Please.
Oh shit, sind wir schon beim Boss? Oh mein Gott, wir sind schon beim Boss. Das ging schneller als gedacht. Warte mal. Das ist, den hier brauchen wir. Ich habe, glaube ich, gerade das Falsche genommen. Boah, das kann was werden. Und Essen nehmen wir das hier. Das stellt Fokus her und Leben. Fuck, ey, ich muss echt aufpassen. Nun gut. Auf geht's. Oh nein, 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 das ist nicht gut. No, 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 no. What the fuck? Oh mein Gott, ey. Warum hat er mich so oft gecharged? Warum? Normalerweise charged er einmal oder ja, vielleicht zweimal, aber dann geht er in seine Phase mit seinem Pew, Pew. Nein, er hat mich durchgängig gecharged. Shit. Das lief echt gut. Zu Beginn. Leider nur zu Beginn. Verkaufst du denn den Task? Du verkaufst XP, aber XP kann ich halt easy peasy farmen. Wir haben übrigens ein Level, sehe ich gerade. Das heißt, wir können das in Intelligenz reinstopfen. Ein Mann mit untainted blood ist ein Mann unfulfilled. Ja, wir reparieren aber ganz kurz. Das Reparieren können sie komplett löschen, ganz ehrlich. Das ist so Humbug. Mittlerweile, seitdem das nichts ausmacht. Why cut and slice when you can burn and freeze? I felt the aura of your approach. And I saw you coming. Okay, wir wollen enchanten. Definitiv das hier. Mesh Armor wird zu schwer sein, auch zu schwer Leder. Nochmal Leder. Mesh ist einfach zu schwer. So, Climbing Heat, Focus Gain, Health on Block. Wir blocken nicht. Electric Damage on Parry. Wir hätten mehr Armor. Aber unsere Handschuhe, glaube ich, sind gar nicht schlecht. Aber anscheinend ein Focus Gain Increase ist.
Ich bräuchte den Ring, der mir 100% mehr Fokus gibt. Obwohl wir Fokus eigentlich genug haben. Ja, schade. Das ist nichts, was ich haben möchte. Aber was wir ausprobieren könnten. Wenn ich den infuse. Ne, die Rune. Oh, warte mal. Gehen wir mal auf. Nee, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Ich dachte, ich könnte das bei dem testen, aber der hat ja nur zwei Spells. Weil ich will im Endeffekt das Ding nicht kaufen, wenn ich nicht weiß, was damit passiert, wenn ich es enchante. Oder wir müssen halt komplett Gems reinpacken, aber Stats sind halt ziemlich cool. Und ich wüsste nicht, was ich reinpacken sollte, was mir gute Bonis gibt an Gems. Erstmal verkaufen wir. Wir können das hier verkaufen, die hier. Ju, da sind wir gut aufgestellt. Wir haben ein bisschen Cash. Das heißt, ich könnte definitiv einen davon kaufen. Aber wenn ich den jetzt enchante. Doing this will remove your last two wound slots and last three gem slots. Ja, das geht nicht. Ich kann dann nur Gems sockeln. Den packen wir ins Häuslein. Dann ist aber die Frage. Du verkaufst keine Gems. Ah, was kostet denn das Upgraden von dem Stab? Weapon Shard und Pine Planks. Davon habe ich genug in meinem Haus. Davon habe ich definitiv einen. Ich bin mir nicht sicher. Habe ich einen blauen? Ich kaufe den jetzt einfach mal. Weil die Frage ist, was für Gems packen wir dann rein? Und wenn ich keine Chance habe, den zu enchanten, dann habe ich keine Chance, Bonis zu bekommen, wie, keine Ahnung, mehr Damage dealt und so ein Kram. Wir haben eine Challenge complete. Wir haben gar keine Waffe enchantet, aber trotzdem hat es gezählt. Bounties haben wir in Black Trench. Wir müssen zwei Sachen in Black Trench machen. Wo war denn Black Trench? Das ist Nameless, Nameless. Orban. Oh, ist Black Trench in der Kanalisation? Oh, ich glaube, das ist wirklich in der Kanalisation. Oh Gott, da war ich schon ewig nicht mehr drin. Ich wüsste auch nicht, warum ich da reingehen sollte, sei es ganz ehrlich. Sag ich ganz ehrlich. Ja, wir hatten einen blauen. Federn wären auch nett, dann könnten wir den Start ein bisschen leichter machen. Du kommst definitiv hier rein. Und dann sollten wir soweit ganz gut aufgestellt sein. Ich würde kurz sagen, wir gehen kurz ein paar Bäume fällen. Oh, herrlich, Soundbugs. Dass sie das Laden noch nicht hingekriegt haben, das ist ein bisschen, weiß ich nicht. Was für Gegner haben wir denn hier? Anscheinend gar keinen. Weiß nicht, wie viele mussten wir denn einsammeln? Wie viele liebe Bäumchen? Die sind alle noch abgeholzt. Das mit dem Respawn ist echt dämlich.
Hast du Bock, hier runterzukommen? War hier unten noch ein Baum? Liegt ein Toter, warum auch immer. Braucht doch nur ein paar Bäume. Ja, du sagst bestimmt noch nichts Neues. Eigentlich ist das, glaube ich, Humbug, hier lang zu gehen. Okay, also ich glaube, es wird nichts mit Bäumen. Hier sind die Bäume weg. Hier ist, meine ich, kein Baum. Na, das wird nichts. Keine Bäume für mich. Keine Bäume. Das macht das Farmen echt schwer, wenn wir nur in bestimmten Gebieten bestimmte Rohstoffe kriegen. Und im Black Trench haben wir halt wirklich nichts, was wir brauchen. Außer jetzt vielleicht die Bounty machen, um ein bisschen Cash zu bekommen. You don't live from around here. Was haben wir noch zum Ausbauen? Das wäre halt ziemlich nice. Ah, da fehlt mir einfach zu viel Holz. Da fehlt mir Holz. Und du willst, meine ich, hier in der Challenge Holz haben. Ja, der will Planks haben. Holy shit, ey. Die Planks brauche ich zum Upgraden. Kann ich nicht einfach rausrücken? So, ich habe keinen Schimmer, wo der Weg war in die Kanalisation, muss ich ganz ehrlich zugeben. War der hier? Hier ist auf jeden Fall der Aufzug, der gebaut ist. Da ist das Tor. Wo war der Weg? Okay, das ist das Haus. War der Weg hier unten?
Da, Black Trench, das ist weiter oben. Okay. Schau mal, kann man das Tor da kaputt machen? Das sieht so. Na, das sieht brüchig aus, aber das wird nicht kaputt gehen. Gucken wir mal ganz kurz rein, ob hier vielleicht ein Gegner ist. Okay, hier sollten wir nicht runterfallen. Was hat sich hier überhaupt verändert, ist die Frage. Holy shit. Damit habe ich nicht gerechnet. Noch einen E-Core. Okay, nice. Cool, cool. Ich habe echt mit allen Gegnern gerechnet, aber nicht mit sowas. War übrigens ein neuer Gegner. Ein neuer Gegner. Das Ding ist, die Quests sind ganz gut, um Cash zu bekommen, aber alles andere hier unten ist völlig sinnfrei. Okay, auch nicht schlecht. Hier ist gar nichts. Okay, die müssen wir killen. Das heißt, die sind hier. Ich glaube, es waren insgesamt vier, ne? Wo ist denn der andere? Okay, das war uncool. Und die blockieren wahrscheinlich den Weg jetzt nach oben. Oh, ein Hund. Wir chillen mal ganz kurz. Das poisont mich nämlich nur. Das gibt einfach viel zu wenig EP. Zu wenig. Okay, das will nicht weggehen. Dann sind wir schon wieder fertig mit der Quest. Das ging echt schneller als gedacht. Wir haben das hier fertig und wir haben das hier fertig. Jetzt haben wir noch eine Quest im Black Trench. Da weiß ich aber nicht, was das für ein Reward ist. Kann ich da mit der Maus drüber gehen, das sehen? Nee. Ein Rezept und eine Waffe. Das ist aber beides Nameless Pass. Da habe ich ziemlich wenig Bock drauf. Oh wow, man muss den Eco abgeben.
Das ist ein bisschen bescheuert, denn ich würde den Ico ungern abgeben. Was wollen wir überhaupt upgraden? Ressourcen oder Rüstung? Oder wir machen das mal anders, das ist glaube ich viel besser. Wir nehmen einen Waffenslot. Könnte vielleicht hilfreich sein. Gott, das ist so viel schneller. Den sollte man direkt ausbauen. Why kill men for free when you can be paid to do it? Why kill men for free when you can be paid? Wir wollen verkaufen. Das werden wir alles rausknallen. Und dann zum Folge beenden, weil es ja am besten ist, können wir mal die Innen ausprobieren, denn die Innen gibt keinen permanenten Buff, sondern die heilt ein. Heißt, wir müssen keinen Heal verschwenden, wenn ich jetzt aufhöre. Mal, können wir auch das Bett hier unten nehmen? Nice. Schade, dass wir den Boss nicht geschafft haben. Ärgerlich. Aber ja, so ist das halt, würde ich sagen. Ich sag schönen Dank fürs Zuschauen. Sorry, dass wir nur ein bisschen gefarmt haben. Das wird das Hauptziel, sage ich mal, sein. In den meisten Folgen und zum Boss kommen und zu probieren, ob wir den schaffen. Was ich natürlich irgendwann mal hoffe. Und zur Not switche ich ein Bild und baue auf einen Full Tank. Mit Schild und Parry und so. Vielleicht können wir damit den Boss killen. Aber bisher hatten wir echt die besten Chancen und ich erhoffe mir, dass der Zauberstab, der neue, stärker sein wird, weil es in Stufe 3 ist. Aber ja, das sehen wir beim nächsten Mal. Wie gesagt, schönen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Sorry. Tschö, tschö.